Ja, willkommen bei den Post-of-Home Sessions, ein neues Format in außergewöhnlichen Zeiten. Die Post-of-Home Sessions möchten Künstlerinnen und Künstler eine Übergangsbühne bieten und sie in ihrem Schaffen unterstützen. In jeder Folge stellt ein Act seinen Alltag vor, neue Songs vor oder auch alte. Und wir wünschen viel, viel Vergnügen und Freude bei diesem neuen Format und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen im Post-of Linz. Sense the same on every single day. You feel dull and like to slip away. It's crawling in your thoughts, but no one's there who believes your loony talks. Everything you say is just a lie. Every single day you walk between the lines. Do you look behind? Running through the big back door. Everything you do is just insane. As the voices whispering in your brain, everything you do feels like a game. Don't get it wrong and die in vain. I need some sight to feel alive. You don't think I know you should I. Everything you say is just a lie. Every single day I pray that you can free my table. Do you look behind? Running through the black. Sin is a voice that's whispering in your brain. Everything you do feels like a game. Don't get it wrong and die in vain. Everything you do is just insane. Silence of voices whispering in your brain. Everything you do feels like a game. Don't get it wrong and die in vain. Running through the black back door. Everything you do is just insane. Hallo, Servus, das ist der Bertram von Parasol Caravan. Vielen lieben Dank an die Post of Crew für die Einladung zu den Home Sessions. Es freut uns wirklich sehr, dass wir dabei sein dürfen. Ja, für uns ist die aktuelle Lage wie für die meisten Musikschaffenden zurzeit natürlich gerade echt nicht leiwand. Wir haben alle anstehenden Termine von der Frühjahrstour verschieben müssen und hoffen, dass wir die Konzerte im Herbst dann auch wirklich nachholen können. Aber da sagen wir, sind alle eher positiv gestimmt und hoffen wir nur auf das Beste. Was den künstlerischen Prozess angeht, haben wir bei unserem
letzten Album in der Produktion schon sehr viel online gemacht und die Ideen im Vorfeld per Mail oder Dropbox hin und her geschickt und dann versucht, das von zu Hause aus aufzunehmen. Das ersetzt allerdings nie das gemeinsame Gefühl, was man dann im Proberaum hat. Und deswegen freuen wir uns eigentlich jetzt echt schon umso mehr, weil wir bald wieder zusammen in unserem Proberaum im Posthof kommen können. Endlich mal wieder die Verstärker gescheit anheizen und einfach mal laut sein können. Ja, unsere Musik soll den Besuchern einfach ein gutes Gefühl mitgeben. Wenn man auf eine Parasol Caravan Show kommt, weiß man genau, was einem erwartet. Und zwar ist das eine Stunde lang harte Riffs direkt ins Gesicht und man vergisst einfach mal den Alltag, schädelt einfach, hat eine gute Zeit mit seinen Freunden und wenn es am nächsten Tag nur ein bisschen im Knack zieht, hat man sich noch ein bisschen länger was davon mitgenommen und hoffentlich eine gute Zeit gehabt. Ja. Ja, am Anfang war bei uns auf jeden Fall einfach mal Stillstand, Schockstarre würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen, weil zwei von uns in der Band einfach gerade frisch gebackene Papas sind und da gibt es einfach gerade wichtigere Sachen als neue Riffs schreiben. Außerdem haben wir gerade im Herbst unser neues Album Nemesis veröffentlicht, mit dem wir jetzt im Frühjahr wieder auf Tour gewesen waren. Aber wir schauen natürlich, dass wir die Zeit nutzen für neue Ideen und arbeiten gerade wieder an ein paar neue Songs. Ob es dann einfach nur Single wird oder EP, das wird sich dann auszustellen, aber hoffentlich gibt es dann schon bald die ersten Sachen, die wir euch wieder zeigen können. In der Zwischenzeit empfehlen wir auf jeden Fall unser Live-Vinyl, Live im ORF Radio Kulturs. Das kommt aktuell einer Parasol Caravan Live-Erfahrung am nächsten, habe ich mir sagen lassen. Ansonsten kann ich nur sagen, bleibt gesund, schaut auf euch und ich hoffe, wir sehen uns im Herbst bei unserer Tour. Servus! Yeah.